So, zweites Video nochmal von vorn. Verzeihung. Wir sind in der Station gelandet, möchten jetzt die Sternhafendienste in Anspruch nehmen. Da haben wir den Warenmarkt, können wir Waren verscheuern. Allerdings nur Waren, die nicht als Auftragswaren in unserem Frachtraum sind, sondern lediglich entweder Frachtbelohnungen. Geklaute Waren können wir ja auch nicht verkaufen. Dafür gibt es unter Kontakte den Schwarzmarkt, aber der ist nicht auf jeder Station erhältlich. Innerhalb des Menüs, gehe ich sozusagen mit der Space-Taste navigiere ich. Pfeiltasten, also WASD. Ja. Space-Taste, hier habe ich mein schwarzes Brett, da sind die Auftragsdaten, verfügbare Aufträge zu finden. So, 4 von 5 bedeutet, dieser Auftraggeber bietet 5 Aufträge an. Von denen kann ich aber gemäß meinem Ruf nur 4 annehmen. Der 5. erfülle ich die Voraussetzung nicht. Zum Beispiel hier 72 Einheiten Wein spenden. Ich habe ja nur 56 Tonnen Frachtraum unten. Ne? Da unten ganz unten Kapazität. So, deswegen kann ich das nicht machen. Das war jetzt gerade Menü 4. Da kann ich meine Feuergruppen einstellen, kann ich die Priorität der Energieversorgung meiner Module festlegen und meinen Status abrufen. Hier kann ich noch andere Sachen abrufen, zum Beispiel Statistiken. Ah, was weiß ich, mein Kontostand, meine Kampfstatistik, Verbrechensstatistik, Schmuggelstatistik, Handelsstatistik, was ich abgebaut habe, die Systeme, die ich bereits besucht habe, was ich aus Erkundungen an Einnahmen habe und wie viele Passagiere ich schon befördert habe und was ich alles schon hergestellt habe. Wie viele Crewmitglieder ich habe und ob ich schon und so weiter und so fort. Wichtig hier ist vielleicht noch die Funktion. Wenn ich unterwegs bin, was einsammeln will, muss die Frachtluke ausgefahren werden. Das heißt, unterwegs, wenn ich irgendwo im Normalflug bin und habe da irgendwelche Pakete, die ich einsammeln will, mal geklaute Fracht oder ich habe eine Aufgabe, wo ich was einsammeln muss, hier in die Funktion gehen mit 4 Funktionen, Frachtluke, ausfahren, geht jetzt natürlich gerade nicht. So, jetzt gucken wir mal, wir haben ja hier verschiedene Auftraggeber mit verschiedenen Aufträgen und ich will dir ja im nächsten Video die Navigation zeigen, das heißt, wir nehmen auch mal ein paar Aufträge an. Die Arten der Aufträge, die ich momentan nur annehme, sind eigentlich 3. Verschiedene Arten. Oder, naja, 4. Von denen hier ist es keine, also ich spende nichts. Ne? Muss ich ja selber bezahlen. Gut, bringt Ruf, ja, okay. Aber hier bin ich eh schon wohlgesinnt hier oben. So. Der will, dass ich hier an diese Station diese Sachen bringe. Das will ich natürlich nicht machen. Dann gibt es die Datenlieferungsmission. Die verbrauchen keinen Frachtraum. Unterschiedliche Systeme, sehe ich die Entfernung der Systeme, hier sehe ich, was bezahlt wird. Und dann habe ich noch die Warenlieferungsaufträge. So, man sollte natürlich immer die Aufträge so wählen, dass man zum Beispiel so viele Aufträge wie möglich für ein und dasselbe System annimmt. So, da gucken wir uns also erstmal alle Auftraggeber an. So, das sind Bergungsaufträge, Blackbox. Das ist die 3. Art von Aufträgen, die ich annehme. Und mal Geld spenden, das kann man auch mal machen. So, jetzt merken wir uns mal, hier hatten wir Bijala als Lieferungsort, Niriti, Silianciens und Zingait. Hier nix, hier haben wir Hernimara, Ana und Nigidals. Da nix, da nix, da auch nix. Und hier haben wir Jamba. Jamba ist nicht so weit weg. Da könnten wir ja eigentlich mal 6 und 45 wären 51 Einheiten. Da hätten wir noch 5 Einheiten frei. Mal gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Na gut, da werden wir die 30 Einheiten nicht mehr kriegen. Aber wir könnten ja mal... Hier gibt es 140. Was hat der hier unten gezahlt? 137. Ah. Okay. Wir nehmen mal an. Einfach mal, um zu zeigen, wie es nachher funktioniert. Niriti ist ein bisschen weit weg. 27 Lichtjahre, so weit will ich nicht springen.
Weil das sind zwei Sprünge. So, hier haben wir 11 Lichtjahre Silenziens. Dann nehmen wir doch mal die Lieferung. Dann nehmen wir mal die 30 Einheiten. So, gucken wir gleich mal auf die Karte. Wir sind gerade hier auf galaktische Karte. Gucken wir mal. Da geht die an und da sehen wir da Silenziens. Und da gucken wir mal, wo ist denn hier Riti? Da unten ist Negidal. Da. Hier. Wenn kommt. Pichala ist da oben. Ja, da hat man ja auch was. Gut. Okay, also gucken. Da haben wir Pichala. Da können wir mal annehmen. Da sehen wir mal, dass wir unterschiedliche Systeme haben. Die Riti ist halt weit weg. Zingite. Man kann sich das auch hier aufrufen. Da wird es direkt angezeigt. Da unten ist Zingite. Ja, da haben wir Silanziens. Da oben ist Pichala. Da unten ist das Zingite. Was haben wir hier noch? Hernimara, Rana. Ach, dann nehmen wir mal noch die an. Die an. Da haben wir noch Jamba. Ja, das wollen wir machen. Können wir das mal sehen. Ja, nochmal die Riti Zingite. Na gut, komm hier. Zingite nehmen wir an. Da haben wir nichts weiter. Gut. So, jetzt sind wir hier. Schwarzes Brett. So, Kontakte ist klar. Wenn Kopfgelder eingesammelt worden sind, muss man die ja einlösen. Wenn man Strafen bekommen hat, kann man die hier begleichen. Und manchmal hat man noch so einen zweiten Punkt, interstellare Geschichte. Das heißt, ich habe hier noch Kopfgelder in anderen Systemen, beziehungsweise anderen Fraktionen. Die kann man entweder nur dort einsammeln oder wenn hier an der Stelle noch so ein interstellares Ding ist, dann kann man da die Kopfgelder auch einsammeln. Gut, okay. So, wir haben jetzt sozusagen unsere Aufträge. Jetzt gehen wir mal kurz nochmal in die Navigation. Hier sehen wir jetzt die Aufträge, dann können wir die auch nochmal angucken. Dann können wir die Galaxiekarte aufrufen und sagen, ich will jetzt nach Zingite springen. Da ist es und dann geht das direkt auf und dann kann ich sagen, gut, mach mal eine Route hin. Zack, legt ihr die Route fest. Das Ziel quasi festgelegt und dann können wir losfliegen. Aber das im nächsten Film.